Leute, wir spielen weiter mit dem One-on-One in Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Viel Spaß. 3, 2, 1, go! Und Sprinte. Oh mein Gott, haben mich verdrückt. Egal, passt. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Wir spielen weiter mit dem guten alten Lego Star Wars. Und Tobi, der heute richtig verlieren wird. Nee. Ach, da, au. In der Sequenz. Ich spiele einfach mit drin irgendwann weiter. In der Sequenz war ich beim letzten Mal. Ach so, ah, okay, ja. Aber die geht anscheinend auch ein bisschen. Deswegen hat mir das nichts gebracht. Kommt da. Onkel Owen. Okay, ich wollte gerade sagen, ich wusste nicht, was da jetzt schon alles kommt. Wie die vertauscht sind, das ist richtig cool. Na gut, dann kommt. Aber dann haben die einfach den anderen Droiden rausgelassen. Hast du damals bei deinen Lego-Figuren auch einfach immer den Kopf vertauscht? Da kennt ihr aber schön was dazwischen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Hast du Qui-Gon Jinn zwei Lichtschwerter gegeben? Was ist das? Das ist bestimmt mal vorgekommen. Aber nur, wenn ein anderer Jedi vorher gestorben ist, weil... Man hat ja dann auch schon das kleine Kind so gesammelt, dann hat man halt so auch mal so gewisse Szenarien oder sowas gespielt, ne? Brauche ich mich, glaube ich, nicht verschämen. Nee. Wenn der eine dann gestorben ist, dann hat der andere das halt in die Hand bekommen. Und dann gab es das krasse Duell. Wow, ey, das war so eine, so cool. Ich war so kurz vorm Ende dieser Sequenz, sehr unfassbar. Das hat man aber erst. Ist ja ärgerlich, echt, ne? Ist es wirklich ärgerlich oder lügst du? Nee, ich finde das wirklich sehr ärgerlich, wenn ich du wäre. Na gut. Verzeiht, Sir. Diese R2-Einheit ist schon immer... Ich find das frech von dir. Und jetzt behaupte ich einfach das Gegenteil. Das war richtig abnormal, ekelhaft, was du da als Kind gemacht hast. Boah. Es war ekelhaft, mit Lego zu spielen. Okay. Nee, dass du jemanden Qui-Gon Jinn dann zwei Lichtschwerter gibt. Das würde ihn kein normal denkender Mensch machen. Du hast so recht. Ich schäme mich dafür seit Jahren. Ich dachte, jetzt fühle ich mich besser, wenn ich es ausgesprochen habe. Das war ein Fehler. Macht auch nur hier so. Hier die Taskenräuber. Ist der eine da jetzt runtergefallen? Hä? Nee, ist. Doch. Oh Mann. Ach, man darf auch Luke sogar spielen. Kannst du den Schrei auch mal nachmachen, bitte? Ah, der hat jetzt bei mir erst gemacht. Deswegen kann ich gerade nicht, nee. Ben, der alte Ben? Bin ich vielleicht froh, dass ich euch treffe. Sag mal, was führt dich in diese entlegene Gegend? Der kleine Droide da. Er sagt, er sucht... Mann, das ist richtig schade, dass man diese ganzen Stellen gar nicht mehr nachspielen kann, wenn man die einmal gespielt hat. Obi-Wan. Man kann ja diese Geschichten und die Level halt noch auslösen, aber sowas hier nicht, ne? Nee, sowas leider nicht. Selbstverständlich. Wenn sie irgendwie mal einbauen sollen. Ich bin es selbst. Oder was auch immer wieder viele gesagt haben, wäre dieser Schlachtenmodus, der war natürlich auch immer cool. Hier in Star Wars 3, The Clone Wars da. Ja. Der war echt cool. Komm rein. Ich werde dir. Komm rein, ja. Ist aber auch langsam, ne? Ja, ich war nicht mehr der Jüngste. Genau wie dein Komm rein. Jetzt weiß ich, was du meinst. Richtig rauchig, diese Stimme. Komm rein, ja. Nimm Platz, Jungchen. Was ist das? Das Lichtschwert deines Vaters. Richtig cool, wie da so Dreck und so dran ist an den Sachen. Ich fand die Bilder gerade super im Hintergrund. Ich habe Informationen, von denen das Gelingen. Ja, okay, du bist irgendwie so 5 Sekunden vor mir oder so. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen, wenn man selber so eine Parodie machen dürfte von Star Wars mit so. Wo man das so alles so verarscht quasi. Richtig cool bei Lego. Das stimmt schon. Du musst dich mit der Macht vertraut machen. C3PO hat zerrissen. Was ist denn jetzt überhaupt das zweite Level? Ist das schon das mit Han Solo auf Tatooine, wo man so den Falken beschützt? Ah, das sagt mir sogar noch was. Jetzt hält mich gute Frage. Ich glaube, oder? Davor als Level wird bestimmt nichts mehr so richtig kommen. Wie mein Vater werden. Früher gab es ja mal dieses Sandcrawler-Level. Aber ich glaube, das gab es in dem Spiel nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube auch nicht. Okay.
Dieses Tatooine-Level bei die komplette Saga fand ich, also das Mos Eisley-Level, das fand ich immer richtig schwierig. Mos Eisley-Level? Ich überlege gerade, aber... Gab es irgendwie eine Kiste, die man verschieben muss? Also da gab es ja, gab es da nicht mehrere? Also wo man so zum Falken kommen musste in der kompletten Saga. Oh, scheiße. In der kompletten Saga. Nein, du kannst zurzeit nicht reisen. Was soll das? Och, du machst es auch. Oh mein Gott, und ich denke schon, ich bin der Idiot. Nee, ich dachte, ich wäre smart. Wo man in Mos Eisley in der Stadt so zum Falken kommen musste, da gab es irgendwo so eine Stelle, da musste man so eine Kiste verschieben, die fand ich richtig schwer. Kann man als Kind gar nicht schaffen. Nee. Geht gar nicht, unmöglich. Unmöglich! Nee, hab ich gerade tatsächlich nicht mehr im Kopf. War wahrscheinlich super einfach. Mann, ich glaube, du bist vor mir. Lade gerade noch zum Mos Eisley hin. Also ich glaube nicht. Du bist so vor mir. Aber sei auf der Hut. Dort kann es. Ich glaube, das würde selbst. Selbst wenn wir das jetzt noch nichts aussagen. Halt! Eure Ausweispapiere! So vor mir ist der. Ein imperialer Kontrollpunkt. Was jetzt? Boah, das ist ja richtig cool! Ich kann mich an diese Stelle nicht mehr erinnern. Mit dem Mindtrick dann? Ja. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Das sind nicht die Droiden, die ihr seht. Ah, Mann, ey, das ist richtig schade, dass man das nicht mehr. Also, das, ich habe das halt ja auch nur ein einziges Mal bei Release gespielt, diese Stelle jetzt hier gerade. Und das ist ja richtig cool gemacht. Ja. Wie konnten wir so einfach an. Ich weiß gar nicht, kommt sowas häufiger? Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht mehr. Die Macht kann großen Einfluss haben auf die Geister. Weil das wäre so meine Hoffnung, dass, wenn du so nebenbei viel Quatsch hast, habe ich mir das Gefühl, dass du dich da nicht so drauf konzentrierst. Auf das, was du spielst, dass du dann das vielleicht verkackst mit dem, was man eingeben muss. Ja, ich hab gerade. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich hab gerade richtig aufgepasst, was der. Ja, das dachte ich mir. Wie die Zeichen waren. Wir sollten schauen. Ich hab auch oh extra mein Gott, mal darauf gelegt. Sorry, Mann. Hä? Ach, hast. Nee, hä, was hast du getan? Ich hab den Barkeeper weggeschossen mit der Macht. Achso, ja, okay. Aber der redet zum Glück trotzdem mit einem. Sehr unhöflich von dir allerdings. Es kommt auch alles? Ist ja cool mit Dr. Eversan. Ich werde mich von ihm fernhalten. Und mir gefällt du auch nicht. Wie ist der zweite nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Ah, stimmt. Und der tankt alles weg. Obi-Wan muss ihm gerade 20 Hits geben. Oh, aber man kämpft wirklich gegen dich, das wäre eine Sequenz, Alter. Nee. Besiegt die Raumfolge. Das ist ja richtig cool, sehr cool. Entschuldigung, kämpft doch einfach mit. Die Sequenzen habe ich halt auch alle erst einmal gesehen, das ist ja mega geil. Han Solo. Da geht's richtig ab auf einmal. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt zum Alderaan-System. Ja, das stimmt. Schnell genug für euch, alter Mann. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich selbst, der Junge, zwei Droiden. Und keine weiteren Fragen. Abgemacht. Ihr habt euer Schiff. Wir fliegen, sobald ihr bereit seid. Startrampe 94. 94. Das hätten sie echt einbauen sollen, dass man die nochmal replayen kann, diese Sachen. Das ist richtig cool. Mhm, das stimmt. Okay, das war knapp. Habt ihr wieder irgendeinen Speeder oder sowas? Ja, das stand da direkt rum. Ja, so nicht. Hey, warum weißt du denn immer, wenn ich lüge? Das kann ich, glaube ich, hoffentlich ganz gut einschätzen. Das kommt so blöd, wenn du mich jetzt nochmal quasi doppelt verarschen würdest, ne? Wenn ich sagen würde, ich hätte es erkannt, dabei lügst du gar nicht. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich ja gelogen. Nee, bestimmt nicht. Gelogen. Er hat. Erstunken und gelogen. Sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Verdammt, ein
Das Java-Poster. Richtig cool. Ah, dann ist das wirklich das zweite Level, das hier. Ja. Wir müssen die Kiste in die Luft kriegen. Jetzt! Jetzt hat Ovila da wieder den riesen Vorteil durch sein PC-Aim. Stimmt. Du übernimmst Cockpit-Kanone und Sensorschlüssel. Ach, komm. Also nicht wundern, ich wollte ihn nicht so besiegen. Ich bin nur drauf zugelaufen schon, weil man das konnte. Ich wollte ihn nicht alle im Nahkampf fertig machen. Krass, der weiß alles auswendig. Ja, gut. Kann man Chewie nicht spielen? Hä? Ich weiß gar nicht, was ich hier genau machen muss. Das sieht sehr komisch aus irgendwie. Der steht bei mir einfach und ist halt einfach gefreezed. Wer jetzt? Chewbacca? Ja. Ich kann ihn spielen. Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. Der bewegt, also der ist, jetzt läuft er hier auch hoch und so. Aber der hat halt immer noch diese eingefreezte Position. Der hat die Arme so komisch vor sich und rennt da. Also der ist auch einfach die Leiter hochgeklettert, ohne halt seine Arme quasi zu bewegen, wenn man das so sagen kann. Wieso glaubst du mir eigentlich nicht, dass ich den nicht spielen kann? Oder dass ich den spielen kann? Ja gut, ich dachte nicht, dass es jetzt so krass wäre, wenn du mich da verarscht. Aber der sieht trotzdem verbuggt aus. Ja, also mir steht da auch nur rum. Jetzt ist er ja auf dem Schiff, ne? Bei mir steht er immer noch unten rum, ne? Hä? Ist er nicht hochgelaufen? Ich glaube, das macht er jetzt erst bei mir. Ja. So. Tut mir leid. Ach, Uwui, warum bist du so ein Arsch und so ein Barsch? Die hat meine Deckung weggesprengt. Suche nach den fehlenden Teilen. Aber die werden einem, glaube ich, sogar markiert, oder? Ich weiß es nicht. Also das ist dieser Riesencontainer, falls du es jetzt nicht siehst. Das wäre sonst ein bisschen unfair. Da steht auf der, ich glaube auf der anderen Seite vom Falken war das, steht so ein Container. Dann musst du mit Obi-Wan aufschneiden und dann... Ich mach grad was anderes irgendwie, glaube ich. Okay. Ich muss jetzt das erste Mal Chewie gerade verteidigen. Das wirst du ja wahrscheinlich dann noch nicht gemacht haben, oder? Dass du einfach eine andere Reihenfolge wählen kann. Ich weiß es nicht, ich bin gerade verwundert. Also ich musste erst bei Chewie dieses Ding, dieses, ich weiß nicht was es war, so einen riesen Kasten verschieben. Da hat sich eine Leiter aufgestellt und der ist oben drauf gegangen. Ja, das habe ich gemacht. Ja, und dann auf der anderen Seite vom Falken konnte ich dann in so einen Kasten gehen. Da habe ich dann mit Obi-Wan so eine Wand aufgeschnitten und... Ja, das war's eigentlich. Da kamen die Teile dann raus. Achso, ach jetzt, suche nach dem fehlenden Teil. Sich das wieder hinten angezeigt. Ich verstehe gerade irgendwie gar nichts. Gewöhnlich gehe ich Ihnen auf den Weg. Ah ja, das ist... Oh Mann. bitte einmal Zombie geguckt haben in der Vergangenheit. Weil ich so einen Kasten kaputt gemacht habe, der explodiert. Und ich hab den halt im Nahkampf kaputt gemacht. Hä? Was soll das denn jetzt? Ich krieg Tutorials. Ich hab die doch ausgestellt, oder? Das geht auch nicht. Hä? Hey, jetzt muss ich übrigens auch nach den fehlenden Teilen suchen und ich finde. Hey, das kann nicht sein. Und ich finde die auch nicht. Also die werden mir jetzt zwar angezeigt, aber ich check nicht, wie ich da rankomme. Ah! Jetzt check ich, wie ich da rankommen soll. Bist du an so einem riesigen Tor? Also wo der Boden auch so schwarz-gelb markiert ist? Was muss ich denn gerade machen? Also ja, wie weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe die irgendwo an der Seite so rausgeholt. Okay. Ja, weil da ging es auf jeden Fall auch mit Obi-Wan. Da konntest ich verstehe gerade irgendwie nicht, warum mir eben angezeigt wurde, wie ich mit Obi-Wan Sachen werfen kann. Ist das irgendwie ein Hinweis auf irgendwas, was ich machen muss oder nicht? Nee, ich glaube, das war so, dass man konnte ja mit 1 starten, mit 7 oder mit, oder halt mit 4. Und ich glaube, die Erklärungen kamen immer wieder. Jeweils halt bei der Trilogie. Wurde dir das auch nochmal angezeigt? Irgendwann? Gott, eben noch nicht, aber vielleicht... Ich glaube, du hast erst das Geschütz repariert und ich erst das andere. Ich bin verwirrt, verwirrt, verwirrt. Ich glaube irgendwie, du bist schneller. Aber ich weiß auch nicht, was ich so falsch gemacht habe, um ehrlich zu sein. Du scheinst ja diese Teile nicht gefunden zu haben oder so, denke ich mal, ne? Aber ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt. Also, ob die dir nicht markiert wurden. Aber die Karte und so hast du wieder, ne? Nicht, dass es wie in Episode 1 ist, dass du es einfach nicht hast. Ja, gut, dann.
Sollte eigentlich alles passen. Yes, stimmt. Hör, der lebt ja noch. Wie hast du denn jetzt so einen Abstand geholt hier? Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem da war. Also meine Teile sind jetzt noch nicht beide durch, ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Hä, dann bin ich jetzt vor dir? Aber wie hast du denn das eine Ding dann gelöst? Ich weiß es nicht. Bei mir baut er jetzt noch das zweite Geschütz gerade auf. Ich brauche gerade irgendwie so einen Fahrstuhl oder sowas. Ja, jetzt kommt die Antenne dazu, das dritte. Ja, da ist ein Fahrstuhl dann. Also hast du jetzt einfach die dicke Lüge rausgehauen. Ah, siehst du, kannst mich nicht durchschauen. Nee, aber ich bin gerade richtig verwirrt. Ich peile das Level gerade gar nicht. Ich weiß auch nicht, am Anfang habe ich irgendwas mit so einem Gong-Druiden gemacht. Das hast du irgendwie gar nicht. Der stand da, aber ich habe den nicht genutzt. Hallo. Das Spiel ist einfach viel zu schwer für Kinder. Das kriegt doch kein Kind hin. Chewbacca, die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. Nein. Oh nein. Das Imperium, es ist hier. Oh weh, da ist es. Ist es wirklich? Oh. Mist. Von der Seite. Ich drehe jetzt diesen riesigen Kran. Ja, das habe ich gerade auch gemacht. Okay, dann scheint es ja vor mir zu sein. Ich bin ein ganz bisschen vor dir auf einmal wieder. Ich weiß aber nicht genau, weswegen. Ja, okay, hat er mal wieder dick gelogen. Naja. Ich hab so dick gelogen. Das ist so super cool. Lügt OW schon richtig gerne an, muss man sagen. Ja, Team Tommy, ich hoffe, ihr freut euch über euren Spieler da. Ist ja krass, was hier abgeht. Ich bin immer. Warst du auch so Phasen, wo du irgendwie gar nichts machen musst? Oder bin ich gerade doof? Ja, weil dann die Gegner noch kommen, meinst du? Nein, der hat den getroffen, oder was? Aber wenn man hier oben ohne Schütze ist, ist das ja richtig kacke. Nein! Ja, jetzt bin ich einmal runtergefallen. Ich muss ja eigentlich irgendwie nur rumstehen gerade, ich weiß nicht. Chewbacca könnte ja an Solo, könnte ja mal auch reparieren gehen. Ich hab alles im Blick. Ich meine, nicht als Schütze oben, mit Obi-Wan kriegst du die halt nicht weg. Hat gut, ich hab zum Glück Skywalker oben. Aber also ich stehe jetzt hier gerade bestimmt 20 Sekunden nur rum und guck mich um irgendwie, aber es kommen keine Gegner gerade. Schießen die unten? Das frage ich mich auch gerade die ganze Zeit, aber ich höre auch nichts zum Schießen und so, ich übersehe nichts. Ich habe gerade, dachte ich, Sounds unten gehört, aber er repariert weiter, also alles gut. Ah, jetzt stehe ich hier und muss nichts machen. Ja, gut, jetzt drehe ich mich auch noch im Kreis. Nun sind aber Gegner irgendwo. Hier steht noch einer. Nicht in 7000 kleinen. Ich bin verwirrt und verwundert. Ja. OW hat... Jetzt sind alle durch, ne? Aber danach muss er noch irgendwie so die Startrampe reparieren oder irgendwie aufmachen. Achso. Ja, ich sehe es gerade. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen vor dir, nur... Ja, gut. Alter, Obi-Wan hat gerade so ein richtig dickes Fass geworfen. Ja, das aufs Gewicht kommt ja nicht an bei der Macht. Jetzt so ein richtig dickes Fass geworfen. Meinst du, dadurch ist er jetzt mächtiger? Mächtiger als jeder Jedi. Also hat er ein hohes Power-Rating. Er hat das höchste Power-Rating. Glaubst du, es gibt einen mit dem höchsten Power-Rating? Ja klar. Ist es Luke Skywalker? Ja klar. Oder ist es Rey Skywalker? Oh. Und schon haben ganz viele Leute Team Kombi verlassen. Selbst schuld. Warum muss man denn überhaupt diese Startrampe reparieren? Das ist ja irgendwie gar richtig komisch. Kommst du da ja nicht hoch? Kann ja wohl da sich reinzwingen. Waren C3PO? Schade, wie hier auf manche einfach keine Rücksicht genommen wird. Schnallt euch an, ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtung.
So, wo kommen jetzt die Gegner? Was wäre denn dahinter? Das dritte Level, weißt du das? Nee. Ist das dann irgendwie, ist das ein Fluglevel? Todesstern? Da weiß ich nicht. Entweder auf dem Todesstern schon irgendwas oder ein Fluglevel. Ich denke mal auf dem Todesstern, oder? Weil, also meinst du jetzt der Flug zum Todesstern hin oder danach erst? Irgendwas. Na gut, eigentlich müsste, stimmt. Aber es müssen jetzt noch drei Level kommen. Nehmen einmal auf den Todesstern und einmal den Anflug am Ende auf den Todesstern. Das ist das letzte Level, was da noch fehlt. Er fliegt auf den kleinen Mond. Oder hat man zwei Level im Todesstern? Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Ein Traktorstrahl hat er fast. Also zwei Fälle. Man irgendwie den Obi-Wan gegen Vader kann? Werden, ne? Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Ich hab's also, auf jeden Fall nicht mehr in Erinnerung. Auf jeden Fall gibt's ja den Grabenflug und, also, na gut, wir werden's ja sehen. Ja, ich denke auch, da kommen wir nicht mehr drauf. Oder vielleicht bis zur Befreiung der Prinzessin und dann wieder mit der Rettung der Prinzessin oder so. Das habe ich auch überlegt, ob es da tatsächlich zwei gibt, aber ich weiß nicht, ob es bis zur Befreiung der Prinzessin eins gibt. Ich glaube, das wäre dann eher so eins, oder? Dass, wenn man die dann befreit, dass man dann halt direkt wieder flieht und das in einem Level. Dass man es halt kurz davor und kurz danach hat. Mhm. Ja, ja, nein. Ja, ja, das, nein. Ja. Bam, bam, ba, 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 bam. So vertraut. Hast du das Level jetzt schon geschafft? Ja, ne? Ja, ja. Ich flieg gerade mit dem Falken in den Todesstern rein. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte. Boah, ich bin ein bisschen vor, also bei diesem Solo-Level bin ich richtig verwundert. Ich weiß irgendwie nicht, was mir das gebracht hat. Am Anfang habe ich irgendwie eine Tür geschlossen und ich habe irgendwie den Gong-Druiden da platziert. Aber irgendwas muss es ja gemacht haben, weil ich habe dich dann ja irgendwie ein bisschen überholt. Irgendwas an einem Gong-Druiden platziert? Was kennst du denn für Tricks? Ich habe irgendeinen Gong-Druiden, da war so eine Gong-Druiden-Stelle, habe ich einen Gong-Druiden draufgestellt. Ist da wieder irgendein Glitch hier einfach, wenn er den Gong-Druiden in die Wand reinglitscht, dann kommen da keine Truppen mehr oder so. Ja. Nee. Hast du jetzt eigentlich nicht, du? Vader überlegt doch, wo er die Präsenz kennt. Ich bin sauer, OW. Warum? Was hast du getan? Alter! Hast du mit den... sprichst du mit den Leuten? Ja, hab ich gemacht. Ach Mist, das muss man ja sogar, wenn die grün sind. Oder? Ich hab mit denen eingeredet. Das ging auch schneller, das. Ja, das hat jetzt auch nochmal Zeit gekostet. Meinst du? Ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich es musste, aber da steht ja eigentlich nur Such nach den Kontrollen und die sind halt da hinten. Ich mit weiß denen allen geredet. Och Mann, jetzt werde ich blockiert. Ach, du hast die Konsole verkackt, oder ja, was? Ja, das habe ich. Und zwar wie, ey. Willst du gar nicht wissen, ey, mein Gott. Wo ist das doch? Da musste man denn jetzt mit denen reden? Ich weiß es nicht. Also ich hab's ja nachgeholt, deswegen hast du die Zeit so oder so aufgeholt. Das ist mit C3P und dem Stormtrooper und Kenobi geredet, ne? Ich hab mit denen allen dreien geredet. Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn die grün leuchten, muss man mit denen reden. Dachte ich zumindest. Ja, ich dachte erst, die geben einem irgendeine Sidequest oder sowas und deswegen bin ich halt dann vorbeigelaufen. Aber das war, glaube ich, Quatsch. Warum muss ich hier eigentlich den Todesstern reparieren? Ah, ist das hier geil, ey. Da putzt einer. Das ist ein richtiger OV. 6 Minuten 20 haben wir jetzt noch. Okay. Ich gehe jetzt ins nächste Level. Ich glaube, du auch gleich, ne? Oder jetzt oder so. Na, kurz brauche ich wahrscheinlich noch. Ist es nicht besser zu sein, jemand? Also ist es nicht besser, jemand zu sein, der putzt? Ah doch, ich gehe jetzt auch ins Level. Als jemand, der nicht putzt. Ja gut, ne? Er hat die Hauptsteuerung für den gut. Habt ihr eigentlich so einen Putzroboter, OW? Ja, aber... Das ist schon cool. Der ist kaputt. Der ist kaputt, oh. Weil du da drauf rumgesurft hast. Genau, ja, ich bin drauf rumgesprungen. Aber irgendwie geht der nicht mehr. Nee, der fährt irgendwie gegen die Wand und dann erkennt das der Sensor vorne aber nicht und dann fährt er quasi immer wieder gegen und irgendwann sagt er, das Rad wäre angeblich blockiert. Oh.
Das ist natürlich schade. Impulsroboter wäre schon cool, aber ich glaube, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob die so gut auf Teppich und so klarkommen. Ich glaube, da muss man schon richtig teuren irgendwann kaufen, damit die gut klarkommen auf alles so. Ja, das, also bei uns ist halt eh so, dass wir noch zwei Stufen quasi mitten drin haben, wodurch man das dann eh nochmal umsetzen muss und so. Ich finde die Dinger ehrlich gesagt gar nicht so krass. Ich glaube, ich bräuchte die nicht. Also dann sauge ich lieber einmal, als den halt mehrmals loszuschicken, weil da muss man auch immer noch auf einige Sachen achten und so. Also ich weiß nicht, ich finde die gar nicht so krass. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Mann, ich sehe auch nicht, was ich baue. Oh, hätte man sich irgendwie bedeckt halten können? Ich glaube, das kann man, ja. Das ist sogar so ein Achievement, dass man hier das Stealthy macht. Ach so, ja, stimmt. Du hast recht. Ich glaube, ich weiß halt wieder nicht, ob wir das Level schaffen. Ich glaube fast sogar auch wieder nicht, oder? Weiß es nicht. Wieso kann ich das nicht verschieben? Ich muss kurz wohin. Pause machen. Puh, okay. Also ich habe vier Minuten haben wir jetzt noch. Ich bin jetzt durch. Mehr Spaß. Wieso? Ich weiß nicht, wieso ich da nicht rein kann. Muss da so Sachen kaputt machen, dann kann man so eine Kiste verschieben, damit man hoch kann, wo die Leiter war. Ja, aber ich kann nur die große Kiste verschieben. Die kleine darf ich nicht nehmen. Muss vielleicht noch was kaputt machen. Daneben. Oh mein, das Ding stand nur im Weg. Die Kiste war aufgebaut, aber man konnte nicht greifen, weil da noch was neben stand. Ah. Ach, ist das doof, ey. Ah. Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also Mann. Alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Der ist so eingeklemmt. Die Turbolifte fahren wieder. Schnell in die Kantine, bevor ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Du sagst es. Ja, das war nicht gut. Damit kommen wir direkt in die. Ist immer noch nicht so weit. Stimmt, Chewie. Beim nächsten musst du auch die kaputt machen, wo man so eine Kamera hat. Ich habe sogar alles kaputt gemacht, weil ich dachte mir das schon. Aber es war halt das eine Ding noch im Weg. Das heißt, es hat bei mir alles gestanden, aber ich konnte es halt noch nicht benutzen, deswegen. Mhm. Das war ein bisschen nervig. Oh. Es kommt echt ein bisschen drauf an, wie lang ist denn dieses Level? Das ist eine gute Frage. Wie machen wir es diesmal? Bis es einer durch hat, oder? Mir ist egal, such du das aus. Also, bis es beide durch haben? Ich weiß halt auch nicht, wie lang das ist. Such du aus! Ja, dann machen wir noch, bis es beide durch haben. Such du aus! Gesagt. Okay. Es kommt bei mir aber erst die Vader-Durchsage. Also wer darauf reinfällt, der hat auch wirklich nicht verdient, Arbeitnehmer zu sein. Das ist ja cool, das habe ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung hier. Da war der schon eingeklemmt und du bist richtig weit vor mir. Ich glaube, ich würde das Level sogar schaffen, ich bin mir gar nicht sicher. Also in der Zeit. Ein bisschen drauf an, wie lang das jetzt noch ist. Du. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ui, ja, ich war in dem Level war ich gut, glaube ich. Aber du hast da auch irgendwie bei dieser Kiste richtig gehangen, oder? Ja, da stand ich schon eine Zeit lang. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, aber das ging eigentlich irgendwie. Ich glaube, da konnte man auch irgendwas mit Chewie machen, habe ich am Ende gesehen. Da war auch so ein lila Zeichen. Das hast du auch nicht gemacht. Ja, okay, nee. Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch noch geärgert, weil ich glaube, der konnte da auch irgendwie da schon durchgucken oder so, sage ich mal. Das habe ich halt auch nicht. So, das wollte ich gar nicht. Ist mir egal, gib mir nur irgendwas. Nee, ich würde das Level auch nicht mehr schaffen. Also, ist schon gut, dass wir das so machen, glaube ich. Okay.
Das ist doch gut. Soweit ich zumindest sehen kann hier. Ja, da kommt am Ende noch ein Bosskampf, also. Hallo, Han Solo! Sie hat ein Dreieck gezeichnet, aber. Ah! Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. Ich glaube, diesen Dianoga-Kampf habe ich auch nur einmal gemacht bisher. Interessant. So, jetzt wäre eigentlich vorbei. Machen wir weiter. Ne, haben wir abgemacht? Okay, okay. Ach, ich muss nochmal die Granate werfen. Nur weil er diese blöde Waffe in der Hand hat. Ach Mann, es läuft dieses Mal nicht gut. Ach, alles gut, OW. Was macht er? Wenn ich Pech hab, kommt hier nach direkt das nächste Level und dann kann ich quasi nicht wirklich aufholen. Vorsicht! Die Wände bewegen sich wieder! Es wäre gut. Oder überholen. Also ich wollte gerade sagen, also noch weiter. IPO! Weg. Ich bin jetzt erst bei der Prinzessin. Das lief aber alles so blöd. Nein, hä? Der hat ja einen Helm auf. Eine Müdigkeit vortäuschen. Eine fabelhafte Rettung. IPO, hörst du mich? Boah, das ist ja mega geil gemacht. Hey, oh Mann, wie er das macht man auch rein noch. Cool. Jetzt wäre ich mit dem Level, glaube ich, fertig. Ich bin jetzt erst beim Dianoga. Das war doch auch das Ende. Also, ja gut, es ist halt noch die Sequenz gerade zum Dianoga hin, aber... Ja, ich bin auch in der Sequenz danach. Ja, so ein bisschen hast du schon aufgeholt. Also diesen Dianoga-Kampf habe ich auf jeden Fall nur einmal gespielt, glaube ich. Ich glaube, diese Herausforderung, wenn man danach diese Herausforderung Minikitzen zusammelt, dann muss man den, glaube ich, nicht nochmal spielen. Kommt, Freunde, wir müssen schnell sein. Okay. Und leise. Hier sind richtig viele Passagen, wo ich mich echt nicht mehr dran erinnere. Das ist richtig cool gerade, finde ich. Ich habe es ja generell nur einmal gespielt, deswegen. Es gab in der freien Welt gab es auch nochmal einen Kampf gegen den Dianoga. Ja, frei. Ach so, echt? Mhm. Also dann auf Tatooine oder was? Da bei Jabba oder das so? War oder? Auf Cav Bier. Also das ist ja dieser Todesstern, das Todessternwrack und da ist dann auch nochmal eine Dianoga drin. Mhm. Er hat sich einen Kaffee gemacht. Soll ich da bitte nicht ausgewichen sein? Jetzt kommt so ein Schleichding, oder? Wie war denn das? Oh, 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 oh. Vielleicht auch nicht, habe ich Hasolo gerade eine Granate an den Kopf geworfen. Ich habe da auch voll auf irgendwen geworfen. Ich glaube, auf Luke habe ich die geworfen. Oder geschossen oder so. Ach, man muss okay, man muss einfach viel weiter aus diesem Radius raus sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Dabei sollten mir meine Jedi-Kräfte nützlich sein. Ja, dann ist es jetzt doch tot. Komm. So ein tiefer Abgrund. Lord Vader sollte diese. Eieiei, da habe ich aber in dem Level echt viel Zeit verloren. Mhm. Ah, jetzt ist die Sequenz, glaube ich, mit R2-D2 und C3PO. Also, falls du die meintest. Ach so, oh mein Gott. Bist du schon in einem Level? Ja. Also jetzt gerade. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kannst du wenigstens nicht so weit noch nach vorne. Also ich glaube, ich starte dann einfach... Also du bist jetzt fertig, ne? Denke ich mal. Nee, ich bin noch in der Sequenz. Also ja gut, ich bin jetzt quasi in der nächsten Sequenz von dem nächsten Level. Also das werde ich eh nicht mehr schaffen. Aber ich habe diese Mini-Passage danach habe ich immerhin schaffen können. Mhm, also die liegt jetzt vorne. Das stimmt schon. So eine Minute oder so. Ja, leider. Obwohl, ich glaube sogar schon ein bisschen mehr. Ja, oh, wer weiß. Die Sequenz halt immer... Achso, ja, jetzt ist die Sequenz rum. Mhm, okay. Ja gut, ich muss die sowieso beim nächsten Mal hier nochmal neu gucken. Von daher können wir von mir aus hier direkt aufhören dann. Ja. Dann passt das ja. Also, liebe Leute, es bleibt spannend. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Episode 4. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, damit bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. Tschüss.